Herzlich willkommen zum Sport bei TV1. Heute dreht sich bei uns alles um Tennis, denn die Liechtensteiner Fed Cup-Mannschaft ist auf dem Weg nach Moldawien zum Fed Cup-Turnier der Gruppe Europa-Afrika-Gruppe 3. Und das Ziel ist natürlich der Aufstieg. Dabei geht es so, kann es gegen exotische Länder gehen wie Madagaskar, Namibia oder Kenia. Und wir haben die Mannschaft vor dem Abflug getroffen und schauen uns das Ganze mal jetzt an. Stefan Lochbieler, seit 7 Monaten Nationaltrainer in Liechtenstein hier. Ja, selber persönlich die Steffi Vogt trainiert davor als privater Trainer bei den US Open, bei Olympia. Was ist der Unterschied? Ja, es ist schon ein großer Unterschied. Man ist jetzt eigentlich mehr im Lande, man arbeitet mehr im Lande. Vorher reist man sehr viel. Es sind natürlich die größten Turniere gewesen, US Open und Olympiade. Ist natürlich ein Riesenerlebnis gewesen für mich. Jetzt ist es schon wieder eine Umstellung, aber es gefällt mir sehr gut hier in Liechtenstein. Also man kann sagen, der Schritt war der richtige auch. Ja, es war insofern der richtige Schritt für mich, da ich Familienvater bin, dreifacher, und meine Kinder noch nicht so groß sind und mich eigentlich brauchen. Das war eigentlich der Hauptgrund, ne? Meine Familie, dass ich sage, okay, ich kann nicht mehr so viel reisen, und das Angebot, wo mir da der Liechtensteiner Verband gemacht hat, das war für mich natürlich sehr gut. Jetzt steht in Moldawien der Fed Cup auf dem Programm, Europa-Afrika Gruppe 3. Was sind so die Hoffnungen, aber auch die Ziele von dir jetzt persönlich als Trainer von den ganzen Mädels für das Turnier? Also ich glaube schon, wir haben uns jetzt einmal da die Auslosungen angeschaut oder die Teams, die da mitspielen. Ich sage jetzt generell, wenn man schaut auf die WTA-Rankings, sind wir da sicher ein klarer Favorit. Man kann natürlich nicht sagen und nicht nur nach dem Ranking gehen, aber also wir hoffen schon stark, dass wir aufsteigen. Du hast einiges vorweggenommen schon. Laut Ranking, Katinka von Dreichmann und Steffi Vogt natürlich, ganz klar vor den anderen, die eigentlich da dabei sind, sind auch wenige nur im Ranking von der WTA geführt, von den anderen Nationen. Ist es so der Punkt, wo man sagt, trotzdem hin oder her, Ranking hin oder her, man muss da eigentlich aufsteigen? Ja, ich sag, man kann den Mädels jetzt nicht so viel Druck geben. Ne? Man ist immer, Fed Cup ist immer was anderes. Ne? Ob man alleine spielt, auf Turniere geht oder ob man für ein Team spielt oder für ein Land spielt, das macht schon einen Unterschied. Ich glaube aber, dass wir ein sehr kompaktes Team sind, dass wir zwei sehr gute Spielerinnen haben und auch sehr gut im Doppel sind. Also ich nehme schon an, auch falls jemand einmal kleine Schwäche zeigt oder vielleicht nicht so gut spielen sollte, dass man da die Chancen einfach gut sind, dass wir trotzdem weiterkommen. Wie ist der Modus genau? Sind es dann immer 2 Einzel und 1 Doppel oder sind es wie in Weltgruppe auch 4 Einzel und 1 Doppel? Nein, es läuft alles an einem Tag. Die Spiele gehen am Mittwoch los. Die Gruppen weiß ich noch nicht genau, wie die eingeteilt werden. Es wird am Dienstag, glaube ich, ausgelost. Am Mittwoch geht es los. Das heißt, jeden Tag 2 Single und 1 Doppel. Jetzt ist die Europa-Afrika-Gruppe 3 die niedrigste, was es gibt. So die Einsteigergruppe für alle, die da hinten so rumspielen. Aufstieg ist Ziel, hast du schon formuliert. Wie weit kann es eigentlich noch gehen? Ist dann die Gruppe 2 Endstation oder kann man da vielleicht noch in höheren Sphären ein bisschen spielen? Ich glaube, man muss einmal schauen. Man darf nicht so weit denken. Ich glaube, man muss jetzt einmal schauen, dass man das Ziel Aufstieg erreicht. Und wenn wir das schaffen sollten, kann man sich mal in die anderen Gruppen umschauen, wer da so umeinander ist. Aber ich glaube, man soll jetzt nicht so weit denken und sagen, okay, ich schätze, die Steffi hat ein Riesenpotenzial und kommt heuer erst die 100. Und ich glaube, die Katinka von Deichmann wird heuer noch einen Riesenschritt machen. Also glaube ich schon, wir haben zwar relativ junge Mädels, dass wir da schon noch ein bisschen was erwarten können. Du hast die Steffi angesprochen, die hat zuletzt richtig gut gespielt eigentlich in Civitavecchia. Città di Vecchia in Italien, Viertelfinale und ist Doppel gewonnen. Ja, wie wichtig ist sowas, dass man auch mit Selbstvertrauen in so ein Fed Cup geht dann, obwohl man so hoch im Vergleich zu den anderen platziert ist in der Weltrangliste? Also ich glaube, das war jetzt sehr wichtig die Woche für die Steffi. Ne? Ich glaube auch speziell für das Doppel, den Doppelsieg, das gibt da sehr viel Selbstvertrauen. Man sieht da, wenn sie trainieren und Doppel trainieren, ne, dass sie sehr, sehr viel Selbstvertrauen ausstrahlen. Ich glaube, diese Woche war für die Steffi noch sehr gut, jetzt vor dem Fed Cup. Und höchste Platzierung bisher in ihrer Karriere, 203 in der Welt, ist natürlich auch ein tolles Ding. Ja, und vor allem die Qualifikation für die French Open, das war jetzt sehr wichtig, das war ein Ziel von der Steffi auch. Das sind schon Dinge, wo ich sage, einfach, das gibt dann auch Selbstvertrauen und macht Spaß und gibt da viel Kraft zum Weitertrainieren und zum Weiterarbeiten. Und ich bin fest überzeugt, dass die Steffi einen Riesenschritt machen wird heuer noch. Und was die Steffi Vogt zu ihrer derzeitigen Form und zum Fed Cup sagt, das hören wir jetzt. Ja, Steffi, letzten Wochen starke Form gezeigt, zuletzt Viertelfinale gewesen in Civitavecchia und Doppel gewonnen. Zuversichtlich für einen Wettkampf mit der Form?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt recht konstante Leistungen gebracht, auch im Doppel sehr gut gespielt, was natürlich auch wichtig ist für den Fed Cup, was im Fall eines Falles noch der entscheidende Punkt sein kann. Und ich bin bereit, ja. Jetzt habt ihr ja richtig exotische Länder wie Madagaskar, Namibia, Kenia, glaube ich, ist auch noch dabei. Spielerinnen, die auch gar nicht dran platziert sind in der Weltrangliste oder ganz, ganz weiter hinter dir. Hast du ja schon lange nicht mehr gegen solche gespielt? Ist das dann wieder eine Umstellung oder wie siehst du das Ganze? Ja, wird auf jeden Fall einige Mal, also kommt drauf an natürlich, gegen wer das wir spielen. Also kommt auf die Auslosung drauf an, aber es kann natürlich sein, dass ich gegen Spieler spiele, die normalerweise nicht dem Level entsprechen, wo ich jetzt so spiele. Also wo 200, 300, 400 WTA ist, bis Top 100. Aber würde ich mich darauf einstellen. Ich habe schon von meinem Coach, der nicht dabei sein wird, nächste Woche, also es wird der Nationaltrainer dabei sein, aber nicht mein persönlicher Coach, die Aufgabe bekommen, eine gewisse Aufgabe bekommen, die ich dann mich daran halten muss, im Fall eines Falles, dass ich gegen wirklich schwere Spielerinnen spielen müsste. Aber es klingt eigentlich nach lockeren Siegen. Es kommt eben auf die Auslosung drauf an. Es hat schon ein paar Spielerinnen dabei, die auch nicht so schlecht sind. Aber also, unser Ziel wird klar sein, aufsteigen. Und dann müssen wir uns sehr daran heben und konzentriert sein. Ja. Jetzt bist du auf 203 zurzeit in der Welt. Beste Platzierung überhaupt von dir. Läuft gut. Wie weit kann es heute noch hochgehen? Ja, läuft gut im Moment. Also, ich würde gerne jetzt endlich die Top 200 knacken. Ich bin wirklich knapp dran. Ich freue mich jetzt sehr auf Roland Garros, wo schon sehr bald ist, in 2 Wochen. Also nach dem Fed Cup werde ich jetzt trainieren, nachher auf Paris, vielleicht nach Brüssel davor. Und freue mich auf das erste Roland Garros und wirklich, dass ich jetzt alle Grand Slam spielen kann dieses Jahr. Und ja, freue mich auf die Zukunft. Jetzt ist auch endlich wieder rausgegangen ins Freie und auf Sand. Ist ja eh dein Lieblingsbelag. Ja, also ich habe meinen größten Erfolg definitiv auf Sand bisher. Und ich hoffe, dass ich das eben auch, wie ich schon angetönt habe, bei meinem ersten Roland Garros den angreifen kann. Also das ist meine favorisierte, Untergrund. Mein favorisierter Untergrund, ja. Jetzt habt ihr eine junge Fed Cup Mannschaft. Du bist die Oma mit 23, ist das so? Oma, danke. Ja, also wir haben zwei ganz junge dabei, die hauptsächlich verschiedene Erfahrungen sammeln würden. Vielleicht, dass wir nochmal 10 Mal trainieren, mal schauen, wie es läuft. Oder vielleicht, dass sie mal eingesetzt werden, wenn es vielleicht schon entschieden ist oder zum ins Katinka um einschonen. Je nachdem. Also ich denke, es ist sicher eine gute Erfahrung für sie und ja, einfach gut für ihre Entwicklung. Ja. Kannst du ihnen dann oder gerade den beiden Jungen dann auch vielleicht ein paar Tipps geben, gerade als Nummer 1, wo du schon zig Jahre dabei bist, auch im Profizirkus? Ich denke auf jeden Fall, dass sie vielleicht ein bisschen uns beobachten kann, mich und auch Katinka, weil wir schon wirklich lang professionell unterwegs sind und dass sie vielleicht sich etwas abschauen kann. Wenn sie Fragen haben, natürlich bin ich immer offen. Also, ja. Jetzt hast du mit der Katinka gerade hier in Vaduz auf der Anlage, hast du vor 2 Jahren die Goldmedaille gewonnen in den Gleichstandsspielen im Doppel. Habt seitdem, glaube ich, nie mehr miteinander gespielt. Ist das ein Problem für euch oder für dich oder ist es einfach so, dass es wieder einfach läuft dann auch wieder? Wir würden sicher noch trainieren, also wie du gesehen hast, wir haben jetzt nie mit zusammen gespielt, weil wir einfach schlichtweg noch nicht die gleichen Turniere spielen. Ich glaube nicht, dass es ein Problem sein wird. Also wir sind beide recht gute Doppelspielerinnen, wir sind beide aggressiv, kommen beide Volley-Spieler, kommen beide, also wir sind beide recht Allrounderinnen und ich denke, dass wir uns schnell finden würden auf dem Platz. Jetzt seid ihr ja aufgrund der Weltranglistenpositionen die klare Nummer 1, ein klarer Favorit auch in Moldawien. Ist das besonderer Druck und was kann da auch schiefgehen? Besonderer Druck. Also ich glaube, wir wissen, dass wir ein gutes Team haben. Jetzt, ich bin die beste Spielerin, klassierte Spielerin dort. Katinka ist ein sehr gutes Nummer 2 und ich glaube nicht, dass es ein besonderer Druck ist. Also ich glaube, wir werden da wirklich konzentriert an die Sache her und wir haben ein klares Ziel und ja, darum gehen wir auf Moldawien. Das klare Ziel ist der Aufstieg? Ja, genau. Wie weit kannst du noch weiter hochgehen, wenn es jetzt eine Aufstiegshaft in die Europa-Afrika-Gruppe 2? Wie weit kannst du da noch weitergehen dann? Also wir haben ja auch schon einmal gespielt in der Gruppe 2, wir haben uns gehalten, obwohl wir dort noch nicht so stark sind wie jetzt. Und je nachdem, da kommt es immer ein bisschen auf die Auslosung drauf, also dort hat es schon stärkere Länder als das, was jetzt auf uns zukommt. Muss man dann schauen. Also wir werden uns auch weiterentwickeln, Katinka und ich, und hoffentlich auch die Jungen werden nachkommen. Also da mal schauen, ja. Was immer wichtig ist bei den Damen, Fashion. Wie bist du zufrieden mit dem Outfit?
Ja, ich habe es jetzt heute zum ersten Mal gesehen. Gefällt mir in der Landesfarbe, ist super. Und ja, ich freue mich, Liechtenstein zu treten. Dann viel Glück in Moldawien und natürlich in Aufstieg. Danke vielmals. Ja, Stefan, du hast die Steffi Vogt relativ lange als Trainer betreut, als persönlicher Trainer. Was fehlt dir noch, um in die Top 100 zu kommen? Jetzt ist sie auf 203, sind noch 100 Plätze, ein bisschen mehr. Was fehlt da noch? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Luft wird immer dünner. Die Steffi hat sich ein Riesenpotenzial. Ich glaube, sie hat alles, um unter die Top 100 zu kommen. Aber ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Man muss einmal größere Turniere spielen. Man muss einmal in die WTA Grand Prix Turniere hineinschnuppern, den Umgang mit den Spielerinnen haben. Und ich glaube, das geht nicht von heute auf morgen. Es ist relativ leicht, sage ich mal, von 1000 weiter vorkommen auf 300. Aber dann wäre das irrsinnig schwer, dass man weiter vorkommt. Die Steffi hat sich jetzt seit ein, zwei Jahren schon da sehr gehalten, von 270 auf 203 jetzt. Ich glaube, es fehlt ihr ein großer Sieg. Ich sage jetzt zum Beispiel Qualifikation French Open. Es muss irgendwann einmal Klick machen, irgendwann einfach einmal ein großes Match gewinnen und dann, glaube ich, macht sie einen Schub zwei, drei Monate lang und dann geht es auf die Top 100 zu. Also mehr so ein Kopfproblem, in Anführungszeichen. Glaube ich nicht einmal. Ich glaube, sie ist vorbereitet und man muss abwarten, wann die Zeit kommt. Ich glaube nicht, dass es ein Kopfproblem ist. Ich glaube, die Steffi ist sehr stark im Kopf und ich glaube, auch technisch ist sie gut und auch konditionell momentan mit dem Coach, wo sie arbeitet sie sehr hart. Ich glaube, man kann nicht auf Knopfdruck sagen, so jetzt ist es soweit, das Turnier gewinne. Sie spielt viele Turniere, sie ist immer knapp dran, sie verliert mit Matchbälle. Ich glaube nicht, dass es ein Kopfproblem ist. Ich glaube eher, dass es einfach Zeit braucht, dass man mit einwächst in die Turniere, dass man größere Turniere spielt und dann irgendwann einfach einmal ein Viertelfinale bei so einem Turnier spielt und dann ist man dabei. Kommen wir mal zur Katinka von Deichmann. Die hatte vor zwei Wochen richtig guten Erfolg in Chiasso beim 25.000 $ Turnier. Das erste Mal, dass sie in der Hauptrunde da sich qualifiziert hat. Und dann hat sie gleich eine Spielerin geschlagen, die 400 Plätze vor ihr stand in der Weltrangliste. Ist sicherlich der größte Sieg eigentlich, kann man sagen, von ihr bisher. Ja, ich kenne Katinka jetzt nicht so gut, aber wir haben jetzt ständig Kontakt, durch das, dass ich jetzt in Liechtenstein arbeite. Wir schreiben uns oft und so. Und ich sage jetzt mal, die Katinka, was ich gesehen habe, hat ein Riesenpotenzial. Na, sie ist eine sehr gute Spielerin, sie kann auch sehr gute Spielerinnen schlagen mit dem Tennis, wo sie spielt. Sie macht sich nicht viel draus, sie spielt drauf los und sage mal, die Katinka wird auch ihren Weg machen. Das ist natürlich für uns sehr gut, dass wir zwei so Spielerinnen haben. Was die Katinka sagt zu ihrem tollen Sieg in Chiasso jetzt vor eineinhalb, zwei Wochen, das hören wir uns jetzt an. Katinka von Deichmann, vor zwei Wochen einen riesen Erfolg gehabt in Chiasso mit einer Qualifikation fürs $25.000 Turnier und in der ersten Runde eine Spielerin geschlagen, die 400 Plätze vor dir stand. Ist natürlich eine Riesensache, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass ich 174 auf der Welt schlage. Für mich eine richtige Überraschung. Sie hat echt sehr gutes Tennis gespielt. Hat genau das abliefern können, was mein Ziel ist. Genau das zum Training umsetzen können. Von dem her ist es echt super gewesen. Bin richtig, richtig stolz und mega glücklich. Und in der zweiten Runde war es auch noch ganz knapp, glaube ich, im Tiebreak verloren hinten aus. Im dritten Satz. Das war natürlich fast das Viertelfinale auch noch erreicht. Ja, eigentlich hätte ich es erreichen müssen. Ich habe nicht so gut gespielt. Bin gar nicht zufrieden gewesen mit dem, was ich gespielt habe. Ich hätte wirklich viel mehr rausholen können. Das Viertelfinale ist wirklich nicht weit entfernt gewesen. Von dem her bin ich recht enttäuscht gewesen, weil ich wirklich nicht gut gespielt habe. Aber man, das gehört halt auch dazu. Aber von dem her ist es eh ein super Turnier gewesen. Du hast viele Zehntausende Turniere jetzt gespielt schon auf der ETF Damentour. Jetzt die 25.000, ist es so, was du da für die Zukunft auch machen möchtest auch? Ja, auf jeden Fall. Also ich versuche jetzt wirklich den Schritt zu der 24.000 zu machen, auch wenn ich dort immer durch Quali muss. Aber 10.000 hat es mittlerweile halt echt wenig Punkte und ich möchte jetzt wirklich versuchen, bei der höheren Kategorie einzusteigen, damit ich dort bessere Match habe und so kann es weitergehen. Und ja, mit der 10.000, die möchte ich jetzt eigentlich abschließen, soweit, ja. Jetzt habt ihr die Woche Fed Cup in Moldawien. Seid ihr eigentlich die klaren Favoriten, wenn der Steffi Vogt und dich anschaut in der Weltrangliste? Sind alle anderen Nationen, haben keine Spielerinnen, die vor euch stehen? Ja, ich sage immer, Ranking sieht nicht so viel. Klar sind wir Favoritinnen, was es auch geht. Und ich kenne praktisch niemanden mehr, der dort spielt. Aber man muss so immer zuerst Match spielen und man muss zuerst einmal gewinnen. Und man muss wirklich, es geht Punkt für Punkt und dann am Schluss sagt man, wer der Sieger ist. Also von dem her, schauen wir, wie es kommt. Wir versuchen natürlich, das Beste zu gehen und dann sehen wir weiter. Aber dennoch, denke mal, klarer Favorit, das kann man wohl nicht unbedingt leugnen. Ja, das ist auf jeden Fall so, ja. Aber eben, zuerst mal alle spielen.
Also da ein bisschen vorsichtig. Ja, also auf jeden Fall. Muss man immer sein, glaube ich. Jetzt gehen wir mal davon aus, ihr steigt auf, was wir natürlich auch alle hoffen. Wie weit kann es in den nächsten Jahren gehen im Fed Cup? Jetzt seid ihr Gruppe 3, gerade Europa-Afrika, steigt dann eventuell, wenn es klappt, in die Gruppe 2 auf. Wie weit kann es noch weiter hochgehen? Ja, das Ziel ist sicher mal Afrika-Europa-Zone 1, dass wir dort mal sind. Und ja, und dann müssen wir halt schauen, wie wir unseren Weg weiterführen und wie sich das alles entwickelt. Und dann sehen wir weiter. Ich meine, wenn jetzt Steffen und ich so weitermachen und auch die Kleineren, also Lin und Sandra, wenn die richtig Gas geben, jetzt liegt da sicher noch was drin. Ich meine, wir sind gute Spielerinnen, wir sind noch jung, wir haben wirklich noch lange Zeit zum Tennisspielen. Von dem her liegt sicher noch was drin, ja. Du hast mit der Steffi hier vor 2 Jahren in Vaduz das Doppel gewonnen, in den Kleinstadtenspielen. Auch ein großer Erfolg für dich gewesen, denke ich mal. Wie ist es mit ihr zusammenzuspielen, gerade nach der langen Pause, wo ihr jetzt auch hattet? Ja, ist cool, weil sie hat viel Erfahrung, sie hat gute Tipps gewonnen im Doppel und sie spielt super Doppel und ja, es harmoniert sehr gut, wenn wir zusammen spielen. Wir spielen relativ ähnlich, wir sind aggressiv, von dem her passt das echt richtig gut. Ich freue mich sehr aufs Doppel mit ihr. Jetzt kommen wir nochmal zur Weltrangliste kurz zu dir. Du bist 400 Plätze fast geklettert in dem Jahr, seit Jahresbeginn. Was ist das Geheimnis? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es gibt kein Geheimnis. Ich habe einfach gut trainiert und endlich hat es Klick gemacht, dass ich wirklich das im Training umsetzen habe können. Das ist entscheidend gewesen. Und eben jetzt auf der 10.000er habe ich so gut die Resultate gehabt, dann geht es recht schnell am Anfang. Aber jetzt wird es langsam immer knapper zum Führer kommen und es wird immer enger das Feld. Aber ich bin selber mega überrascht gewesen, wie schnell es jetzt gegangen ist. Weil wenn ich andere Spielerinnen anschaue, die sind da zum Teil 2-3 Jahre dran, bis sie mal wirklich da Top 600 stehen. Bei mir ist es jetzt 6 Monate gegangen, von dem her ist es echt perfekt umgelaufen, so wie es jetzt ist. Um genau zu sein, Platz 532. Wie weit kann es noch hochgehen? Ja, das Ziel für Jahresende ist Top 400, hohes Ziel. Aber wenn es jetzt so weitergeht, dann ist es sehr erreichbar. Aber jetzt müssen wir schauen. Ich hoffe natürlich, dass ich das erreichen kann und dann, ja, nächstes Jahr ist dann schon wieder ein anderes Ziel. Jetzt müssen wir natürlich bei den Damen fragen nach der Fashion. Wie gefällt dir das Zeug? Der Steffi gefällt es ganz gut. Die Kleidung hier, Röckle und Hemd, wie gefällt es dir? Ja, mir gefällt es richtig gut, vor allem weil es blau-rot ist. Das haben wir, glaube ich, noch nie gehabt. Und ja, und es ist super, dass wir alles hier haben. Das ist zeigt gleich, dass wir wirklich ein Team sind. Und mir gefällt es richtig gut, ja. Dann wünschen wir euch alles Gute natürlich für Moldawien für die Woche, dass es klappt, locker mit dem Aufstieg und alles Gute. Vielen Dank. Stefan, die Katinka hat sich seit Jahresbeginn um 400 Plätze, ein bisschen mehr sogar verbessert oder fast 400 Plätze in der Weltrangliste. Jetzt 532, wie weit kann es für Sie hochgehen? Ja, ich glaube, dass die Katinka eben auch ein Riesenpotenzial hat, so wie die Steffi. Und ich sage jetzt auch, das, also für mich ist das eine Frage der Zeit bei ihr auch. Ne? Sie ist relativ schnell und relativ unerwartet jetzt einfach auf 500 gekommen, ohne irgendwie größere Probleme. Es ist nicht einfach auf Future-Turniere Quali spielen und einfach durchspielen und Finale spielen. Also das muss man wirklich bewundern. Normalerweise brauchen die Spieler 1-2 Jahre, bis sie da überhaupt Fuß fassen. Ich kann sie sehr schwer einschätzen. Die kann auf einmal einschlagen wie eine Bombe. Es kann einmal vielleicht eine Zeit länger dauern. Es ist immer, das erste Jahr geht es relativ schnell, das zweite Jahr muss man verteidigen. Es kann auch mal einen Rückschlag geben, was wir nicht hoffen. Aber ich sage, im Endeffekt ist die Katinka für mich auch eine Top-100-Spielerin. Jetzt hat die Katinka von Deichmann und Steffi Vogt zusammen vor 2 Jahren hier in Vaduz auf der Anlage hier ist Doppel gewonnen bei den Kleinstadtenspielen, Goldmedaille. Ist das ein Vorteil, dass sie sich kennen oder ist es trotzdem ein bisschen schwierig, wenn man lange nicht zusammenspielt, wie es jetzt wohl 2 Jahre fast war? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die kennen sie gut. Ich glaube, das ist kein Problem. Ich glaube, die verstehen sie ja gut, sind Freundinnen und sowas verlernt man nicht. Wenn man jemanden kennt, dann kann man 10 Jahre nicht spielen. Und wenn man mit dem wieder am Platz steht, dann weiß man genau, was man macht, was man tut. Und also da sehe ich kein Problem. Jetzt ist der Daniel Kieber, der LTV-Präsident, eigentlich dein Chef ja auch. Der ist als Kapitän dabei jetzt in Moldawien. Wer nimmt da mehr Einfluss? Eher auf dem Platz, auf der Bank als Kapitän oder du von der Tribüne? Nein, der Daniel ist ja, hat ja auch schon Davis Cup gespielt und denkst, der kennt die Situation ja besser wie ich. Ne? Ich bin noch nie gewesen. Na schon, ja, weil halt in der Weltgruppe, das war ein bisschen was anderes, aber ich sage, ich glaube, dass erstens die Mädels schon mal ziemlich routiniert sind und der Daniel, ich glaube, dass der genug Erfahrung hat und selber viel Tennis gespielt hat. Und ich glaube, wenn es Probleme geben würde, was ich nicht glaube, sprechen wir uns schon ab, da machen wir uns schon gewisse Zeichen aus. Das machen wir schon. Daniel Kieber haben wir natürlich auch gesprochen und er freut sich natürlich auf sein Amt als Kapitän im Fed Cup. Ja, ich freue mich auch drauf. Es ist eine ehrenvolle Aufgabe, aber auch eine notwendige Aufgabe. Der Davis Cup, der Fed Cup Captain muss liechtensteinischer Staatsbürger sein und darum
ist an von uns vom Vorstand den hergegangen, gesehen, wir machen es. Der Stefan Lochbieler ist ja Österreicher und wird zwar dabei sein und wird natürlich mit Rat und Tat beiseite stehen, aber kann nicht auf dem Bänkle Platz nehmen. Und dann fiel natürlich die Wahl auf den Präsidenten. Nein, die Wahl ist eigentlich nicht auf den Präsidenten gefallen. Es ist ja so, dass wir darüber diskutiert haben. Und letztlich habe ich mich dann bereit erklärt, dass ich das mache. In den letzten Jahren, wenn Liechtenstein dabei war, war es ja auch immer ein Problem dann sozusagen, wenn dass man einen Kapitän hatte. Wer war es da immer dann damals? In den letzten Jahren haben wir ja nicht immer teilgenommen, aber wenn wir teilgenommen haben, hat eine von den vier Spielerinnen dann auf dem ominösen Platz sich hingesessen. Es ist, glaube ich, das letzte Mal Sibyl Marx gesehen, wo sie das letzte Mal mitgespielt haben. Jetzt habt ihr in der Europa-Afrika-Gruppe 3, niedrigste Gruppe im Fed Cup, die Chance aufzusteigen gegen ganz exotische Länder. Madagaskar ist dabei, Kenia, Ägypten, Namibia, wo man jetzt im Tennis vielleicht nicht so viel erwartet von denen. Ja, das sind in der Tat Exoten. Wir haben die Entry-List gesehen und haben auch festgestellt, dass wir vom Ranking her sehr Favorit sind, aber ich finde das zwar eine komfortable Situation, nichtsdestotrotz muss alles zuerst gespielt werden. Favorit, hat der Stefan Lochbieler auch schon gesagt, dass man es eigentlich ist. Jetzt ist so, wie werden denn die Gruppen aufgeteilt? Nach der Weltrangliste müsste man eigentlich an Nummer 1 gesetzt sein. Ja, es gibt insgesamt 4 Gruppen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder Gruppe eine starke Mannschaft zugesetzt wird und dann der Rest ausgelost wird. Jetzt habt ihr mit Steffi Vogt als Routinier, dann Katinka von Deichmann, Sandra Hinterberger und der Lynn Zünden, eine richtig junge Truppe. Steffi Vogt mit 23 schon fast die Oma in dem Haufen. Ist das so ein Ding für die Zukunft auch, wo man froh ist, die aufbauen zu können? Ja, wir sind natürlich sowohl bei den Damen als auch bei den Herren bestrebt, die jungen Leute nachzunehmen. Und das wird ja beim Davis Cup genau das gleiche sein, der Ende Monat stattfinden wird. Wir nehmen alle mit, die wir mitnehmen können, also 4 Leute in jedem Fall. Und auch wenn jetzt im Fed Cup man schauen muss, wie Sandra und Lin zum Einsatz kommen, ist es sicher für sie eine wertvolle Erfahrung dabei zu sein. Also vor allem zum Lernen, denke ich mal, auch für die beiden Jungen dann. Ja, auf jeden Fall. Also es ist durchaus möglich natürlich, das muss man dann absprechen und vom Taktischen her, ob man allenfalls nach einer 2-0-Führung nach einem Einzel dann vielleicht die anderen beiden Doppelspieler lässt, um Steffi und Katinka zu entlasten. Gute Voraussetzungen eigentlich auch für die Zukunft. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass man aufsteigt. Wo kann es denn enden? Kann man nochmal aufsteigen? So eine Ziel-Weltgruppe ist natürlich sehr hoch gegriffen, aber ist sowas im Bereich des Möglichen in den nächsten Jahren mal? Ich denke, dass es in erster Linie natürlich von der weiteren Karriere von unserer Spielerinnen abhängt, wie sich Steffi und wie sich Katinka weiterentwickeln. Sie haben ja beide recht eine erfolgreiche Saison und auch wie die anderen im zweiten Glied sich entwickeln und wie schnell sie die doch noch bestehende Lücke zwischen der Topspielerin und ihnen schließen konnte. Jetzt hat man ja so als Favorit, sag ich mal, für das Turnier ja ein bisschen auch einen Druck. Kennst die Mädels ja auch schon seit klein auf. Sind die so coole Mädels, die das einfach locker wegstecken oder haben die dann doch ein bisschen so ein Zitterhand dann ab und zu da? Nein, also ich kenne jetzt vor allem Steffi und Katinka schon seit mehreren Jahren und sie sind jetzt ja beide mittlerweile im Profi-Zirkuit tätig und von dem her denke ich, dass auch Situationen, die eng sind, für sie zwar vielleicht der Adrenalinspiegel ansteigen lassen, aber von Nerven verlieren und Nerven flattern, sage ich also nichts. Lass mich den Präsidenten nochmal fragen, was gibt es denn für eine Prämie für die Damen, wenn sie da aufsteigen? Über das haben wir noch nicht geredet und noch nicht verhandelt. Also es wird irgendwas dann rausspringen, wenn es dann soweit sein soll? Ja, durchaus, aber es ist ja so, wir sind zwar einer der größeren Verbände im Land, aber was unsere finanzielle Situation anbelangt, sind wir sicher nicht in der Lage, zum grossen Sprung zu machen. Dann dennoch wünsche ich alles Gute, dass es mit dem Aufstieg klappt und schöne Zeit in Moldawien. Dankeschön. Im Team sind natürlich nicht nur Steffi Vogt und Katinka von Deichmann, sondern auch die beiden Jungen, Sandra Hinterberger und die Lynn Zünd. Ist zum Lernen wahrscheinlich für die beiden Mädels, dass sie ja dabei sind im Team auch und einfach mal die Atmosphäre schnuppern können. Also die zwei Mädels freuen sich irrsinnig. Also wo wir ihnen gesagt haben, dass beide fahren können, waren sie ganz happy. Man hat nicht gewusst, nimmt man 3 mit, nimmt man 4 mit. Wir haben gesagt, wir nehmen alle mit. Für unsere Mädels ist es gut, dass sie Erfahrung sammeln können, dass sie die guten Spielen sehen. Dass unsere Leute spielen sind, das gibt da wieder Selbstvertrauen, wenn sie zurückkommen und in der Schweiz Turniere spielen. Also
das, ich weiß von mir selber, ich sag, wenn man da mal dabei ist und man kommt wieder zurück, man hat einfach viel mehr Motivation zum Trainieren und zum Turniere spielen. Jetzt bist du als Nationaltrainer ja dabei in Moldawien jetzt in der Woche. Danach gibt es noch Davis Cup der Herren und die Kleinstaatenspiele. Sieht man dich da auch die ganze Zeit oder setzt sie da mal aus dann? Nein, das geht nicht. Also wir haben das schon besprochen. Wir haben gesagt, also meine Hauptaufgabe ist generell mit den Jugendlichen in Liechtenstein zu arbeiten. Wir haben ein paar ganz gute Junge und Burschen und Mädels mit der Silvi Zünder und ich will nicht 3 Wochen weg sein. Es ist so, wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Wir haben gesagt, wir schauen, dass jeder eine Woche geht, dass ich nicht 3 Wochen weg bin und dann wieder zurückkomme und die Kinder haben 3 Wochen 3 verschiedene Trainer gehabt oder keinen Trainer gehabt. Das will ich nicht. Ich will eigentlich kontinuierlich mit meinen Leuten hier arbeiten und 1 bis 2 Wochen im Jahr weggehen. Aber generell ist es so, dass der Jirka zu den Kleinstaatenspielen geht. Lokai, ja. Und der Jürgen Domördi als Davis Cup Captain mitgeht bei den Burschen. Davis Cup, denke ich mal, ist natürlich zum Lernen für die Jungs. Sind ja noch relativ junges Team auch, noch jünger, glaube ich, als die Mädels. Und Kleinstaatenspiele hat man einiges zu verteidigen dann auch mit Gold, Silber bei den Mädels im Einzel und Doppel und Mixed. Auch Gold, also da ist einiges am Spiel dann. Ja, ich sage jetzt generell, der Davis Cup schaut so aus, das ist, ich kann es nicht einschätzen, wie stark die Gruppen wirklich sind. Ich sage, wir haben 2 junge Spieler mit dem Dam Weirater, mit dem Timo Granz, die ersten Single mal spielen werden. Dann haben wir den Vital Leuch mit und den Robin Forster noch. Ich sage einmal, ich kann es nicht gut einschätzen. Sie können für Überraschung gut sein, man weiß es nicht. Ne? Aber generell ist es einmal so, dass sie Erfahrung sammeln können, dass sie dabei sind und dass sie sehen, wie das abläuft. Ja. Bei den Kleinstaatenspielen ist es so, ja, wir haben die Katinka wieder dabei und die Steffi wieder dabei. Natürlich, sage ich mal, der Jirka fährt auch mit, gibt es da was zu verteidigen. Ja. Ich glaube auch, dass bei den Mädels das leichter wird diesmal als bei den Burschen. Jetzt steht erstmal die Woche der Fed Cup an. Dazu dir und dem Team natürlich alles Gute und den Aufstieg. Vielen Dank. Der Aufstieg ist also das erklärte Ziel der Liechtensteiner Tennisdamen im Fed Cup in die Europa-Afrika-Gruppe 2. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen, die halbe Stunde hier bei TV1 im Sport. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen.